Meine sehr verehrten Damen und Herren, die schlechte Nachricht haben Sie schon von Frau Pastorin gehört. Ich bin kein Historiker. Ich bin nicht mal Politologe, ich bin ein Chirurg, Kinderchirurg, um genau zu sein. Und ich bin kein Monarchist. Meine Erziehung habe ich als genuiner Ossi genossen. Und als Beleg, warum ich mich mit dem Herrn, den Sie eben schon wiederholt gesehen haben, intensiv beschäftige. Vielen Dank. Ich habe als 10-Jähriger in der Schule ein Buch geschenkt bekommen, das sich mit der Geschichte Berlins befasst. Und hierin ist zu lesen, der preußische Militärstaat entstand, mit Handgeld und so weiter wurden Soldaten geworben. Und der König interessierte sich nur für seine Soldaten, nicht für das Wohl der Bürger. Und damals erklärte mir ein Klassenkamerad, der aufgrund seiner elterlichen Herkunft einer monarchistischen Gesinnung nicht verdächtig war, dass das alles gar nicht stimmt. Dieser Friedrich Wilhelm I. war ein ganz anderer. Und ich will versuchen, diese Frage zu beantworten, war er ein sozialer Monarch? Versuchen wir uns in die Zeit zu versetzen und entschuldigen Sie bitte die kleinen Kommunikationsprobleme. Hier nur Ludwig XIV. Hatte das Revokationsedikt erlassen und die Hugenotten verließen Frankreich. Der Kurfürst Friedrich Wilhelm, der Großvater Friedrich Wilhelm I., hieß sie willkommen in Brandenburg. Der Großvater war es. Und der große Kurfürst in dem bekannten Gemälde begrüßte die Refugees. Allerdings erst Friedrich Wilhelm I. richtete 1723 in Potsdam die erste französische Kolonie ein. Es verging viel Zeit. Der Vater, der sich in Königsberg selber zum König krönte, als Resultat eines langen Handels mit dem deutschen Kaiser, er war ein eher blasser König. Die Spuren, die er in der Geschichte hinterlassen hat, sind nicht so tiefgreifend. Wesentlich weniger tiefgreifend als die, die dann sein Sohn hinterließ. Versuchen wir uns Berlin vorzustellen in der Situation, in der Zeit, in der Friedrich Wilhelm I. den Thron bestieg. Berlin war eine Stadt von 20.000 Einwohnern. Wir würden sagen, eine kleine Stadt, für die damaligen Verhältnisse aber eine stark wachsende Stadt. 1648, zur Zeit des Friedensschlusses, hatte Berlin 6.000 Einwohner. 1688 hatte Berlin weit über 20.000 Einwohner. Es war, wie man gut erkennt, eine Festung. Und in diesem Bild sieht man noch deutlicher, dass die Anlagen im Grunde genommen die gesamte Stadt umschlossen. Und wenn Sie sich heute wundern, warum die S-Bahn hier so merkwürdige Kurven schreibt, das ist die alte Stadtmauer, die gehörte bis in das 20. Jahrhundert dem Land Berlin. Das Land Berlin war immer so arm, dass es sich keine eigenen Verkehrswege mehr kaufen konnte. Für denjenigen, der mit der alten Kartografie nicht so vertraut ist, ist es ein bisschen ungewohnt, dass diese Skizze hier so merkwürdig aussieht. Es ist nicht der Anblick von Berlin, den Sie erwarten. Wenn Sie es um 180 Grad drehen, damals waren die Landkarten noch nicht genordet. Heute weiß jeder, oben in der Landkarte ist Norden. Dann erscheint uns das Ganze sehr viel gewohnter. Etwa hier würden Sie die Janowitzbrücke oder das Märkische Museum heute sehen. Hier wäre das Pergamonmuseum und dieses wird mal die Friedrichstraße.
Das war also das Berlin, was 1713 die Stadt darstellte. Die Hauptstadt von Preußen. Preußen war ein zersplittertes Reich, bestand aus dem Königreich Ostpreußen, aus der Kurmark, der Mittelmark, Hinterpommern, Vorpommern und einige Besitztümer, die mittelrheinischen, Kleve, Grafschaft Jülich, die Grafschaft Mark und sogar in der Schweiz war das Fürstentum Neuchâtel damals noch Preußen. Preußen hatte sogar aus der Zeit des großen Kurfürsten in Afrika Kolonien. Die wurden dann aber sehr schnell wieder abgeschafft. Der junge König, ein nach zeitgenössischer Aussage hübsches Kind mit eisernem Willen und Durchsetzungsvermögen und Interesse an allem, was körperliche Ertüchtigung betraf. Der Wissensvermittlung war er nicht so sehr zugewandt. Lateinische Vokabeln irritierten ihn und er hat in seinem jungen Leben bis zum 14. Lebensjahr insgesamt 4 Hauslehrer verschlissen, kann man sagen. Wir kennen dieses Bild alle und weniger bekannt ist dieses Bild, die Königin Sophie Dorothea. Sie war keine schöne Frau, aber eine äußerst fruchtbare Frau. Dem König Friedrich Wilhelm I. schenkte sie 15 Schwangerschaften. Sie war eine kunstliebende Frau. Das Schloss Monbijou, manche von Ihnen kennen zumindest die Trümmer noch, war zu ihrer Zeit ein Schmuckkästchen, eine Ansammlung von Raritäten, von Schönheiten. Und Sophie Dorothea schenkte dem preußischen König 12 Kinder. Ich habe rot hervorgehoben Friedrich II., dessen Geschichte vorhin schon apostrophiert wurde. Diese Geschichte, die eine besondere Nuance in dem Leben sowohl Friedrichs als auch Friedrich Wilhelm I. darstellt. Aber zunächst zu den anderen Kindern. Der König Friedrich Wilhelm I. ruhte nicht, bis er ein Vierergespann von seiner Gattin geschenkt bekam. Das Vierergespann, damit meint er 4 Knaben. Diese 4 Knaben wurden ihm schließlich auch geboren. Erst als der letzte geboren war, musste Sophie Dorothea nicht mehr schwanger werden. Es waren aber auch insgesamt, glaube ich, 27 Jahre, die in 27 Jahren, in denen sie 15 Schwangerschaften erlebte. Um die Geschichte der Hohenzollern und insbesondere Friedrich Wilhelms richtig zu verstehen, muss man den innerhalb der Hohenzollern immerwährenden Vater-Sohn-Konflikt verstehen. Es ist einfach Tradition gewesen, dass zwischen dem Herrscher und dem Thronfolger bei den Hohenzollern immer ein Konflikt bestand. Das fing damit an, oder ich nenne hier nur, dass Friedrich Wilhelm, also der große Kurfürst, bereits seinem Vater unterstellte, dass er ihn möglicherweise von der Krone, von der Kurwürde fernhalten wollte. Das lief dann darauf hinaus, dass Friedrich I., der König, glaubte, dass sein Vater ihn möglicherweise mit einem Anschlag um das Thronerbe bringen wollte. Und der Konflikt zwischen Friedrich dem Großen, der im Nachhinein von der Geschichte der Große genannt wurde, und seinem Vater, nun, der ist bekannt, ich komme noch in 2 Sätzen darauf. Bei der Regierungsübernahme von Friedrich Wilhelm I. Gab es die von Leibniz gegründete Akademie. Und es gab bereits
das Pesthaus, die Charité, wie sie später genannt wurde. Das Pesthaus ist errichtet worden, weil 1709, 1710 von Ostpreußen über Vorpommern die Pest auf Berlin zuzurennen schien und in aller Eile ein von Friedrich I. ein Gebäude errichtet wurde, in dem Pestkranke untergebracht werden sollten. Gott sei Dank machte die Pest in Höhe von Prenzlau Halt. Und so stand dieses Pesthaus, was als solches gedacht war, leer und harrte seiner weiteren Verwendung. Es war dann zunächst Garnisonslazarett. Aber die anderen hier angeführten Punkte, das Theatrum Anatomicum, das ist möglicherweise noch von Friedrich dem I. geplant und finanziert worden. Das Berliner Collegium Medico Chirurgicum und das Berliner Medizinaledikt, das die erste Standesordnung für Ärzte überhaupt auf der ganzen Welt, ist ein Werk Friedrichs, Friedrich Wilhelms I. Und genauso verfügte dieser Monarch 1726, dass die Charité geöffnet werde für gleichsam jedermann, für Arme und Reiche. Siebzehnhundertvierzehn, der König war ein Jahr lang auf dem Thron, verbot er in einem der ersten Edikte Hexenprozesse. Man kann sich schlecht vorstellen, dass 1713 noch in Preußen eine Hexenverbrennung stattfand. Das ist scheinbar heute ein Anachronismus. Aber dieser junge Monarch sah sich verschiedenen Dingen, die wir heute für sehr wichtig halten, verpflichtet. Er war gottgläubig. Streng gottgläubig. Er setzte das Recht über alles. Er vertrat den Standpunkt, dass jeder Mensch lesen und schreiben lernen müsse, führte die Schulpflicht ein, wir kommen dazu noch, und er sicherte die physische Existenz seiner Untertanen. Er bewahrte sie willentlich vor Hunger und er wollte, dass sie ihren Lebensunterhalt selber verdienen. Beispiele dazu. Der Begriff Bauernschinder war in der Regierungszeit Friedrich Wilhelm I. noch ein landläufiger Begriff. Er charakterisierte die Situation, dass die Besitzer von Grund und Boden die Pächter durch Demütigung, Prügel, aufgezwungene Abgaben dazu brachten, dass diese Pächter bankrott gingen. Und das war relativ leicht für sie, weil zu dieser Zeit noch in Hinterpommern und in Ostpreußen die Leibeigenschaft herrschte. Die Leibeigenschaft wurde durch Friedrich Wilhelm I. am 10. Juli 1719 abgeschafft und in die Erbuntertänigkeit umgewandelt. Dies war in Bezug auf die individuelle Freiheit ein wesentlicher Schritt nach vorne und er setzte die Bauern in eine Vergleichsweise gegenüber dem Leibeigenen in Bezug auf Frondienste, Abgaben zu erbringende Dienstleistungen in eine wesentlich bessere Situation. Die Regierungszeit von Friedrich Wilhelm I. zeigt auch durchaus Kuriositäten. Hier ist angeführt, dass Friedrich Wilhelm I. unter Beurlaubung des gesamten Lehrkörpers der Universität Frankfurt ein Chirurgicus, das war damals nicht mal ein richtiger Arzt. Man unterschied damals noch zwischen Chirurgen und Ärzten. Aber dieser Chirurgicus Brandhorst hat ihn wahrscheinlich von einer Phlegmone befreit. Die Historiker streiten sich heute noch darüber, was er eigentlich getan hat. Aber er wollte diesen Chirurgicus promovieren, zum Doktor machen. Das
gab es eigentlich für Chirurgen nicht. Und da er aber seinen Willen durchsetzte und ja, der Ansicht war, dass sein Wille heilig ist, von Gott gegeben ist, jagte er die gesamte Fakultät davon, ernannte sich kurzfristig selber zum Dekan und promovierte ihn mit diesem Spruch. Hiermit kröne ich euch zum Doktor. Ihr seid der wahre Doktor und ihr, damit meint er den Lehrkörper, seid wahre Blattscheißer. Und er schickte sie nach Hause. Also dieses Vorkommnis ist in vielen Dokumenten belegt. An der Universität Frankfurt-Oder 1739 gab es dann nochmal eine, Friedrich Wilhelm hatte diese Universität offensichtlich besonders ins Herz geschlossen, jedenfalls 1739 tauchte er nochmals auf und düpierte den gesamten Lehrkörper, indem er mit seinem Hofnarren dort erschien und die Professoren zwang, sich eine Verballhornung ihrer wissenschaftlichen Erkenntnisse durch seinen Hofnarren anzuhören. Eine Geschichte für sich, die nur belegt, dass Friedrich Wilhelm der erste Wissenschaftler hielt er genauso wie Künstler für unnütz. Wissenschaftler waren nur dann nützlich, wenn sie etwas Greifbares produzierten. Und Künstler waren dann nur nützlich, wenn sie etwas bauten, wie zum Beispiel ein Haus, Holländer Siedlung oder dergleichen Dinge. Das war der Unterschied zu seinem Vater, dem Vorgänger, und zu seinem Nachfolger, dem Friedrich Wilhelm II., der dann wieder im großen Stile baute. Aber Friedrich Wilhelm I. war sparsam. Das werden wir gleich noch genau erfahren. Er führte die Schulpflicht ein. Das ist in dem Film schon gezeigt worden. Und ich sage hier nochmal das Datum, 28. September 1717. Seiner Majestät war zu Ohren gekommen, dass die Eltern säumig waren, die Kinder zur Schule zu schicken. Und natürlich, die mussten arbeiten, entweder in der Landwirtschaft oder sonst wo. Und er ordnete an, dass sie sommers zumindest zweimal in der Woche und im Winter jeden Tag zur Schule gehen und gleichzeitig auch die entsprechenden Lehrer, Pastoren dort den Unterricht zu geben hätten. Dieses Datum ist für den gesamten deutschsprachigen Raum das erste Mal, dass ein Monarch die Schulpflicht einführte. Eine Revolution von oben. Friedrich Wilhelm I. führte das Collegium Medicum ein und er führte die erste Standesordnung ein. Das hatte ich bereits gesagt. Und als die Leitung der Charité, die damals noch nicht Charité hieß, in einem Brief an seine Majestät darum bat, von zusätzlichen Steuern und Abgaben für die Beschaffung von Kartoffeln und Getreide befreit zu werden, lehnte Majestät das natürlich ab und sagte im Übrigen, es soll das Haus die Charité heißen. Und dieses war der Zeitpunkt der Namensgebung. Wir haben 2010 300 Jahre Charité gefeiert. Wir werden es 2027 dann nochmal feiern, weil ab dann erst der Name Charité wirklich in den Akten steht. Der Konflikt zwischen Vater und Sohn bei den Hohenzollern ist Geschichte. Ich gebe dieses Beispiel, was allgemein bekannt ist, nur deshalb, weil dieser Monarch dem Recht einen so hohen Rang einräumte, dass er sagen ließ, wenn das Kriegsgericht dem Katten die Sentenz publiziert, soll ihm gesagt werden, dass seiner königlichen Majestät es leid wäre, aber es wäre besser, dass er stürbe, als dass das Recht aus der Welt käme. Dies ist ein
bemerkenswerter Satz, der dokumentiert ist und der von keinem Historiker bestritten wird, der zeigt, welche Rechtsempfindung damals in der Monarchie gültig war. Friedrich Wilhelm sah sich als von Gott eingesetzter König an, aber er hatte ein Recht, das von Menschenhand geschaffen wurde, und dieses Recht durchzusetzen, fand er über alle Maßen bedeutsam. Friedrich Wilhelm I. hatte nicht nur gute Seiten. In einem speziellen Erlass regelte er das Verhältnis zu den Juden. Die Hugenotten waren damals in Preußen schon wohl angesiedelt und sie hatten einen großen Anteil an der kulturellen Aufarbeitung gewonnen. Die Juden waren zu dieser Zeit ebenfalls ein bedeutsamer Bevölkerungsanteil und waren besonders in der Kulturlandschaft, im Handel von großem Einfluss. Friedrich Wilhelm hatte ein gespaltenes Verhältnis zu ihnen, er ärgerte sie gerne. Und als berühmter Jäger, der Treibjachten veranstaltete, ordnete er an, per Erlass, dem nicht widersprochen werden durfte, dass die Berliner Juden die Schweine kaufen mussten, die bei der Treibjacht erlegt waren. Jeder weiß, dass ein Jude kein Schweinefleisch isst. Und die Berliner, die natürlich immer sehr kess waren, die wussten, wenn der König Treibjacht macht, dann gibt es Schweinefleisch umsonst. Weil die Juden, kein Berliner kaufte bei den Juden das Schweinefleisch, sondern sie warteten darauf, bis das Schweinefleisch verschenkt wurde. Das war ein Resultat dieser Verordnung, die das Verhältnis zu den Juden regeln sollte. Dass der König aber die Glaubensfreiheit in einem Maße respektierte, dass er persönlich dafür Sorge trug, dass das muslimische Regiment, was er noch von seinem Vater übernommen hatte, im langen Stall einen Gebetsraum erhielt. Und, meine Damen und Herren, der lange Stall ist meines Wissens die erste Moschee, die in Deutschland errichtet wurde. Jetzt ist es eine Ruine, aber wir werden uns mit dem Gedanken befreunden müssen, dass hier einmal Muslime ihre Gebete verrichtet haben. Dass Friedrich Wilhelm I. die Salzburger Protestanten, die der böse Erzbischof verjagt hatte, gerne aufgenommen hatte, ist hier formuliert. Das sind seine Formulierungen, mit denen er diese Immigranten als Reichtum für seine Landen betrachtete. Und er hieß sie herzlich willkommen. Und gleichzeitig, und der König konnte immer gut rechnen, veranlasste er aber durch seinen Gesandten in Salzburg, den Grafen Plotho, dass der böse Erzbischof Firmian eine erkleckliche Summe von Gulden zu entrichten hatte an den König. Und ich habe mal nachgerechnet, für jeden Salzburger Immigranten hat der König 130 Gulden bekommen. Das ist ganz schön. Für seine langen Kerls hat er zuweilen weniger ausgegeben. Pro Kopf. Aber diese Immigranten wurden willkommen geheißen und sie wurden von ihm, er hat sie selber in Zehlendorf begrüßt und dann wurden sie nach Ostpreußen in die entvölkerten Landschaften in Ostpreußen weitergeleitet und lebten dort bis, nun Sie wissen, wie lange, und haben diese Landschaft fruchtbar umgestaltet. Friedrich Wilhelm I. hat den Ruf, der Soldatenkönig gewesen zu sein. Er hätte seine Soldaten über alles geliebt und über die langen Kerls und sein Verhältnis dazu haben sich unendlich viele Geschichten an. Und das ist
Wenn man es genau recherchiert, ist es wenig bedeutsam. Potsdam hatte eine einzige in Potsdam selbst stationierte Truppe. Und diese Truppe, die war sozusagen ein Überbleibsel aus dem Schwedenkrieg noch. Und diese Uniform trug Friedrich Wilhelm I. gerne. Und das ist sozusagen der einzig echte Potsdamer Soldat. Die Soldaten waren für Friedrich Wilhelm ein Gegenstand des nationalökonomischen Überlegens. Er verfügte zum Beispiel, dass seine Truppe, anfangs 20, später 40 in Glanzzeiten, kurz vor seinem Ende 43.000 Soldaten, dass diese Soldaten nur mit einheimischen Tuchen gekleidet werden durften. Er regte die Tuchproduktion an, er regte die Stiefelproduktion an. Die Tuchproduktion war in Preußen teilweise so weit entwickelt, dass sogar die russische Armee mit preußischen Tuchen eingekleidet wurde. Dann wurden feine Tuche gewebt, nachdem einige Offiziere ausländische Tuche für ihre Kleidung wollten. Und das verbot der König dann auch. Und da wurden spezielle Feintuchweber entwickelt. Hier in Potsdam waren sie zum Teil tätig. Die gesamte Armee war ein wichtiger nationalökonomischer Faktor im Staat, denn die Armee band einen Teil der Landbevölkerung regelmäßig und führte sie sozusagen in Intervallen in ein bestimmtes Regime ein. Der andere Gesichtspunkt war der, dass seine Majestät den Adligen verbot, im Ausland zu studieren, und ordnete an, dass die zweit- und drittgeborenen Söhne Offiziere in der Armee werden. Auf diese Art und Weise schuf er sich innerhalb von wenigen Jahren eine Gruppe, eine größere Gruppe von loyalen, ihm untergebenen und seiner Befehlsgewalt unterstehenden Untertanen. Die Garnisonskirche wird, wir haben es im Film kurz gesehen, als Symbol für alles Mögliche heute genannt. Die Garnisonskirche war zu Friedrich Wilhelm I. Zeiten ein Ort, in dem sowohl Soldaten als auch die Bevölkerung regelmäßig versammelt wurden oder sich versammelten. Das kann ich nicht sagen, aber sie waren in dieser Kirche. Majestät war streng gläubig, natürlich lutheranisch, und ob pietistisch oder calvinistisch, das interessierte ihn alles nicht, das hielt er für Pfaffengeschwätz. Hauptsache war lutheranisch. Und diese Kirche war natürlich auch lutheranisch. Diese Kirche, so haben sie manche von Ihnen die Bilder noch und so haben manche von uns die Kirche noch gesehen, und ich sage mal, zitiere mal einen Herrn aus der Mitte des 19. Jahrhunderts, August Koppisch, der sagte: Nicht genug ist es zu beklagen, wenn ein Land die Denkmäler der Väter zerstörend sich selbst seiner Geschichte beraubt und so langweiliger Prosa anheimfällt. Ich glaube, ein Teil der hier Anwesenden wird dem zustimmen und wird sagen, naja, gut, wir haben unsere Geschichte begriffen. Der König war nicht gerne in Berlin, er war lieber in Potsdam. Das weiß man. Und er sagte, als er merkte, dass es dem Ende zuging, lebe wohl Berlin, in Potsdam will ich sterben. Und er starb in Potsdam. Und was darüber zu lesen ist, was nach seinem Tode in Berlin geschah, darüber ist ein Jahrhundert später viel geschrieben worden. In den zeitgenössischen Publikationsorganen und Zeitungen gab es damals ja auch schon, ist
darüber wenig zu lesen. Aber als Nachruf mag dieser Gedanke dienen. Welch schrecklicher Mann, aber auch welch gerechter, kluger und sachkundiger Mann. Nur durch seine Sorgen, seine unermüdliche Arbeit, seine von peinlicher Gerechtigkeit erfüllte Politik, seine große und bewundernswerte Sparsamkeit und die strenge Manneszucht, die er in dem von ihm geschaffenen Heer einführte, nur dadurch sind meine bisherigen Leistungen ermöglicht worden. Einige von Ihnen werden ahnen, wer es gesagt haben muss. Ich habe den Vater-Sohn-Konflikt bei den Hohenzollern angeführt. Dieser Ausspruch stammt von Friedrich dem Großen nach der Schlacht bei Leuthen. Er ehrt damit seinen Vorgänger, den König, der vor ihm war. Ob die Ehrung auch seinem Vater gilt, darüber streiten sich die Historiker heute noch. Als Friedrich Wilhelm starb, hinterließ er ein Reich, ein Königreich, das nach wie vor zersplittert war. Er hat einen einzigen Krieg geführt, den kleinen Nordischen Krieg. Und ich mache mal dieses Bild dazu. Im Resultat des Nordischen Krieges hat es in diesem Preußen einen Gebietszuwachs gegeben. Die Inseln Wollin und Usedom, die wurden damals den Schweden abgenommen, ein bisschen von Vorpommern. Das übrige Land war so, wie er es übernommen hatte von seinem Vater, mit den rheinischen Besitztümern, mit Kleve, Jülich, die Grafschaft Mark und sogar Neuchâtel war noch dazu, Ostpreußen natürlich das Königreich. Dieser König hat in seinem Land die Schule eingeführt, er hat das Recht eingeführt, er hat die Wehrpflicht eingeführt, er hat das Land finanziell gesunden lassen. Als er starb, hinterließ er seinem Sohn Friedrich II. Eine wohlgefüllte Staatskasse, sodass dieser drei große Kriege führen konnte, die dann zu der Vergrößerung Preußens geführt haben. Er war ein König, der, heute würden wir sagen, die Daseinsvorsorge zu seinem Schwerpunkt machte. Die Menschen sollen leben können, sie sollen lesen können, sie sollen das Gefühl haben, Recht zu bekommen. Und unter diesem Gesichtspunkt ist dieser König interessant und auch heute noch für uns ein Beispiel.